Hallo und herzlich willkommen bei White Grey Home. Ich bin Debbie und heute möchte ich Danke sagen für die vielen Klicks, die ihr hier auf diesem Kanal, der ganz neu entstanden ist, schon in den letzten 2 Wochen gemacht habt. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid, denn heute möchte ich mit euch eine Winterdeko-Ecke dekorieren. Wir dekorieren gemeinsam meine Etagere und dabei nehme ich euch wieder gerne mit. Also kommt mit! Während draußen ein wunderschönes Winter-Wonderland ist, habe ich drinnen entschieden, eine Winterdeko-Ecke zu gestalten. Die Weihnachtsdeko ist weggeräumt und die Plätze, die jetzt leer wurden, habe ich gereinigt und frisch aufgefüllt. Dazu habe ich meine Etagere aus dem Garten geholt und sie ausgewischt. Die einzelnen Etagen habe ich mit Kunstschnee befüllt, den ich in dieser Box aufbewahre. Alles, was in die Etagere kommt, habe ich zusammengesammelt und den Anfang machen meine Bäume. Die findet ihr oft in kleinen Töpfen eingepflanzt mit einem Stämmchen, das ich abgebrochen habe oder aus dem Topf gebrochen habe und gekürzt habe. So passen sie einigermaßen gut unter die Etagere und können hier eingeklemmt werden. Bei wem es zu viel Platz ist, der kann mit Heißkleber die etwas fixieren. Das lässt sich später auch schnell wieder oder einfach wieder lösen. Ihr könnt hier natürlich auch Schneebäumchen aus dem Schlussverkauf nehmen oder von eurer Weihnachtsdeko die Bäume. Und auch wenn Weihnachten vorbei ist, darf es gern auch noch ein bisschen Glitzer sein, denn der Schnee glitzert ja auch im Winter herrlich bei Sonnenschein. Und wenn ein paar Bäume zu groß sind, dann stellt sie einfach nebendran. Und wenn ihr eure Zubehörsachen wie den Kunstschnee in tollen Boxen aufbewahrt, dann können sie gleich als Deko mitdienen. Als nächstes habe ich hier mich für die Kerzen entschieden und ich liebe die Winterkerze von Industrify. Was in einem Farmhaus nicht fehlen darf, sind Farmhausschilder. Und so stelle ich euch hier die neuen Schilder von Industrify vor. Ihr bekommt die Schilder vom Daniel in liebevoller Handarbeit in einer Werkstatt mit Behinderten hergestellt, sehr nachhaltig, ohne Plastikverpackung und mit austauschbaren Designs. In verschiedenen Größen könnt ihr die Rahmen bestellen und auch die Hintergründe und diese immer wieder austauschen. Seit ein paar Jahren dürfen diese Designs und Schilder jetzt mein Haus zieren, denn sie sind unverkennbar und passen super zum Farmhausstil. Und bevor ihr jetzt zum gemütlichen Teil kommt und eure Kerzen anzündet, verteilt doch noch ein paar Tannenzapfen in eurer Winterdeko und Etagere. Und falls ihr eine Kerze habt, die sehr tief runtergebrannt ist, dann empfehle ich euch eine Spaghetti, um an den Docht zu kommen. Diese brennt super und mit der könnt ihr eure Kerze tief unten im Windlicht anzünden. Wenn ihr also kleine, feine Unternehmen unterstützen möchtet, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr zum Daniel rüberhüpft, um auch da mal im Onlineshop zu stöbern. Ich werde ab jetzt mit euch die Etagere zu jeder Jahreszeit neu dekorieren und versuchen, euch so zu inspirieren und euch eine Idee dafür zu geben. Das war wieder ein neuer Vlog mit White Grey Home. Ich hoffe, er hat euch wieder gefallen und ich konnte euch inspirieren, vielleicht auch mal so eine Winterdeko-Idee zu machen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr ein Abo hinterlasst und wenn ihr euch mich weiterempfehlt. Vielen Dank, dass so viele bis hierhin zugeschaut habt. Und nächste Woche zeige ich euch mein Cozy Bedroom. Ich zeige euch, wie ich mein Schlafzimmer wunderschön dekoriert habe für Weihnachten und Winter und nehme euch dabei natürlich sehr gerne mit. Ich freue mich, wenn ihr wiederkommt nächste Woche bei White Grey Home, wenn es wieder heißt, willkommen in meinem Zuhause.